Neues Kapitel, neues Hauptmenü und eine neue Folge hier von Portal 2 auf dem Kanal Grid Gamer. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Let's Play Projekt von Portal 2 und ich möchte dieses Mal ehrlich gesagt nicht so viel Zeit verschwenden, um hier meinen ewig langen Einleitungstext einzuleiten. Ich möchte einfach nur dieses Hauptmenü beginnen anzustarren, weil das sieht richtig crazy aus. Und vor allem, wie geil das aussieht mit den Schatteneffekten da. Ja, Raytracing gab es schon 2011, ne? Das ist natürlich mir noch aufgefallen. Portal 1 erschien 2011. Und ich habe mich schon gewundert, wieso hat das kein Game of the Year bekommen? Ja, Skyrim kam da in diesem Jahr nämlich auch heraus. Ansonsten habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefragt, wieso ist Portal 2 eigentlich nirgendwo zu finden als Game of the Year Contender? Und das sage ich jetzt schon einfach aus Überzeugung. Oh mein Gott, das wird jetzt richtig crazy. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Gern geschehen, kein Problem. Der Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Super. Darf ich dich da auch mal durchschicken? Ich glaube, du wirst nicht so gut durchschlagen. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Ich liebe diese, ich nenne es jetzt einfach mal wie diese Advertisements, die Werbung da. So, was wird jetzt hier gezeigt? So, die bauen irgendwas auf und da wird einem Laser ausgewichen. Das sind die Laser, die man uns bereits jetzt gerade erzählt hat. Von der sehr, sehr lieben und zuvorkommenden GLaDOS. Ich glaube einfach, genau, so wie es hier gezeigt wird, einfach ausweichen. Oder wahrscheinlich auch mit den Lasern bestimmt arbeiten. Ja, mit dem Portal. Was? Es gibt noch einen Testkammer-Durchlauf. Oh, shit. Das habe ich jetzt verpasst. Was ist da oben? Da bewegt sich irgendwas. Ah, das muss erst noch eingesetzt werden. Okay, interesting. So, und da dürfen wir nicht reinlaufen. Ja, wenn der erste Test bereits mit einer Todesfalle beginnt, das kann nur großartig werden. So, jetzt haben wir hier allerdings tatsächlich neue Sachen. Wir haben hier Laser, der irgendwo rein muss. Ein Kubus, wo irgendwas rausgezogen werden muss. Ja gut, die Sachen kennen wir, das kennen wir. Und hier ein Geschütz, welches brennt? Wahrscheinlich, wenn man das mit dem Laser abschießen würde. Oh mein Gott, es beginnt also von vorne. Nur jetzt halt in der wahrscheinlich Deluxe-Variante, in der GLaDOS-Deluxe-Variante. Ach du Scheiße. So, und direkt hier müssen wir schon mit den Lasern arbeiten. Ja, Tutorial. Da oben sehen wir auch schon wieder so einen leicht markanten Punkt, der uns das Ganze zeigen kann. Ja, es funktioniert ein bisschen ähnlich wie die Bälle, allerdings halt dauerhaft, permanent, ständig. Und natürlich ein bisschen anders und auch neu. So, und was jetzt? Oh, die Reflexionen sind natürlich geil. So, ich hätte mich hier draufstellen müssen. Okay, dann warte mal ganz kurz einen Moment. Das können wir easy machen, indem wir uns hier einfach wegbewegen und dann das Portalchen umplatzieren. Natürlich vorsichtig sein. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. 22 sind es dieses Mal und bestimmt werden sie alle schwieriger. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon mit einer Todesfalle zu tun bekommen. Da war die GLaDOS noch in Portal 1 noch sehr zärtlich zu uns. Hier aufpassen, dass wir übrigens kein Portal zum Beispiel da hinten platziert, weil sonst... Ne? Ihr wisst schon Bescheid. Sonst passiert nämlich das und man macht sich bereits tot. Oh, da hinten fallen mir da tausende von Gegenständen um. Aha, okay. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Dieses Mal zum Glück ohne nervigen Ton. Ich hasse diesen neuen Steam-Benachrichtigungssound. Der hört sich so ekelhaft an. Der davor, der war so richtig schön smooth. Dieses Blüpp. Und jetzt ist es so... Ist doch ekelhaft. Genauso wie du, GLaDOS. Na, wart's nur ab, wenn ich mit dem Test durch bin. Ah, jetzt können wir das in der Gesamtheit sehen, ne? Ah, so sollte es aussehen. Mhm. Thermal Disco... Wie? Thermalischer Beam auf jeden Fall. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise.
Einer müsste in der Ecke sein. Immerhin nett und freundlich, um uns noch zu sagen, wo das zu finden ist. Oh, jetzt müssen wir echt über den Laser springen. For real jetzt? Kann ich da hinten nicht mein Würfelchen näher bringen? Komm mal her. So. Ah, und das sind die Waschtrommeln, die ich vorhin gemeint hatte. Und was ist jetzt mit denen möglich? Oh, okay, cool. Oh mein Gott, ey, die ganzen nicht funktionierenden Anlagen sind ja mal so cool zu beobachten, aber auch irgendwie echt richtig gruselig. Okay, das ist cool. Das heißt, sie können diese Laserstrahlen nehmen und dann einfach in einem 90-Grad-Winkel umlenken. Diejenigen, die es noch nicht wissen, 90-Grad-Winkel. Sind mein Fachgebiet. Habt ihr das gerade gesehen? Natürlich habt ihr das gerade gesehen. Und ich möchte da ganz gerne mal kurz reingehen, wenn das möglich ist. Warum kann ich hier einen Knopf drücken? Oh. Ups. Ich habe den Würfel aus Versehen gelöscht. Das tut mir leid. Na gut, ich komme dich wiederholen. Das war Whitley, allerdings übelst zugerichtet und vor allen Dingen, er hat uns ignoriert. Ich glaube, jetzt wird er nicht mehr so freundlich zu uns sein, weil er hat ja auch die Wahrheit erfahren. Das ist halt die üble Sache. Verdammt, das hat nicht ganz ausgereicht. Okay, jetzt muss ich drüber springen. Und den hier umlenken. Und zwar genau so. Und eine Treppe. Fährt sich hier hoch. Na, Gott sei Dank funktionieren auch die hauptsächlichen Anlagen hier. Boah, die Soundgeräusche sind auch immer so geil, ne? Oh, und den Würfel brauchen wir auch wohl. Hier oben. Okay, I understand. Dann plopp und plopp. Her damit. Oh, das war ein bisschen gefährlich, aber geht schon. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, wenn du meinst, dass ich ein schrecklicher Mensch bin, dann bitteschön, war mir auch zuvor bewusst. Muss mich schon ein bisschen mehr dissen, ja, was, wenn das dein Ziel sein sollte. Ich kenne nämlich auch fast all deine Tricks. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Auf einer Türschwelle? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, das ist so die Sache, ne? GLaDOS hat schon Portal 1... Wow. Wow, Lights on. Ey, wie cool sich das alles zusammensetzt, weil es ja so notfalls gemacht ist, ne? Ah, warte mal. Ah, schade. Sie sagt aber nichts, wenn ich die Kameras enthaupte. Wie schade. Ja, sie hat ja in Portal 1 bereits schon gesagt, sowas wie, So, jetzt muss ich, by the way, übrigens aufpassen. Oh mein Gott. Okay, ja, das könnte sehr konfus werden. Ich sehe das schon. So, das ist hier auf der Höhe. Ah, und die Plattformen sind jetzt im Weg. Ja, ich verstehe schon. Aber auf der anderen Seite... Oh, was ist hier hinten? Aha, okay. So, warte mal ganz kurz. Ich würde das blaue Portal mal ganz kurz umlegen. Genau, so ist gut. So. Musik im Radio. Und zwar richtige Musik. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das gecopyrighted ist, deswegen, pass ich mal auf. Wir haben hier noch mehr Aufzeichnungen auf jeden Fall. Vilify, wie halt der Mund zum Reden. Versuche es erst gar nicht. Feels like a trial. Fühlt sich so an wie, naja, ein Hürdenlauf. Und was ist das jetzt hier wieder? Sucker's Luck to Exile. Selbst hier unten war jemand. Alter. Aber das muss schon deutlich länger her sein. Hier Hände, die nach irgendetwas reichen. Wahrscheinlich einem Gesicht oder... Naja, das, was halt noch davon übrig ist. Too many Varianten. Viel zu viele Ähnlichkeiten. Nee, Unterscheidungen.
und tausendfache Bohnen, die gegessen worden sind. Und hier können wir irgendwas sehen, aber auch nicht so ganz genau sehen, was hier gelagert worden ist. Oh Mann, ey. Auf wie viele dunkle Geheimnisse werden wir hier noch stoßen? So, ich entferne mich mal vom Radio, weil wie gesagt, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, dass ich damit ein bisschen Probleme bekommen könnte bezüglich des Copyrightens. Deswegen lassen wir das mal. So, okay, ich verstehe schon, wie das hier aufgebaut ist jetzt. Ich traue mich jetzt allerdings hier nicht zu springen, deswegen setze ich einfach mal den Würfel kurz da oben ab. Ah, und dann schön erstmal an den Lasern mich vorbei bewegen. Aha, ist hier hinten irgendwas? Hallo? Kann ich da ein Portälchen platzieren? Oder hier? Oder da? Kann ich da rein? Ich habe so ein Gefühl, das könnten wir jetzt auch ab sofort verpassen mit den ganzen Whitley Sightings. Ja, der weiß jetzt, dass wir sie umgebracht haben. Er weiß es, er weiß es, er weiß es. So. Was passiert, wenn ich das jetzt hier umlenke? Okay, wir brauchen auf jeden Fall beide Lasers da drin. Mhm, ich verstehe schon. So, und jetzt wird's knifflig, weil... Genau, das zweite muss da nach oben irgendwie gelangen. Also sprich, da. Aber wobei, das ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Dankeschön, du hast dich übrigens auch verändert. Du siehst jetzt richtig hässlich aus. In Teil 1 war es noch richtig schön. Wer hat dir deine OP gegeben? Derjenige, der das war, hat einen Scheißjob erledigt. GLaDOS, kannst dir auch gefälligst mehr Mühe geben. Oh, ich freue mich schon auf ihre ganzen sarkastischen Kommentare. Das wird toll. So, neue Werbebanner. Was haben wir hier? Einfach Moment. Ein Männchen, was Hallo sagt. Ja? Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ja, die ist schon zerstört. Hast du das noch nicht bemerkt, du blöde Kuh? So, ich geb's jetzt auch. Wir führen jetzt hier ein übelstes Diss-Battle aus. Ha. Oh. Mach mal sauber hier, komm. Vielen herzlichen Dank, die Dame. So freundlich kann sie noch sein. Jetzt hätte sie mich schon bereits übrigens zerquetschen können, wenn sie schon die Kontrolle hat. Hat sie aber nicht. Das muss ich echt alles aufbauen. Voll geil. So. Ui, Giftwasser, ne? Ja, Giftwasser. So. Nichts von wegen hier, was mich in der Testkammer erwartet? Na gut, dann halt nicht. So. Komm her. Ja. Yeah. Professionell aufgefangen. So, und komm mit. So. Was müssen wir jetzt mit diesem Würfelchen hier machen? Hm? Was ist jetzt mein Ziel? So. Ich bräuchte einen anderen Würfel. Wir können nicht darüber gehen. Ja, wir bräuchten einen anderen Würfel, genau. Wir haben nicht den richtigen. Da oben könnte es so aussehen, als könnte man dort oben hin. Es ist so crazy gemacht, ne? Oh, da. Warum sind hier portalfähige Flächen? Das verstehe ich noch nicht. Was ist hier drin? Kann ich nicht reingucken. Okay, weil wir brauchen natürlich wieder so ein... Würfel, der das Ganze hier ableitet, aber... kommt da nicht hin. Können wir uns eigentlich unendlich viele holen? Ich meine, wir haben ja jetzt einen da vorne. Ah ne, der verschwindet einfach. Ist ja lustig. Dass der sich einfach auslöscht. Interessant, okay. Gut. Wo müssen wir lang? Okay, gut, wir können natürlich den Laser umlenken. Ah, das müssen wir wahrscheinlich auch machen. Ja klar, wieso bin ich da jetzt nicht auf die Idee gekommen? I don't know. So, wir brauchen den Laser genau... Ja, hier an der Stelle, wo ich jetzt bereits das rote Portal platziert habe. Dann muss ich nur natürlich höchst vorsichtig sein, dass ich mich nicht selbst grille. So, bitteschön. Gut, und damit können wir jetzt hier die Plattform hier herüberrücken. Okay. Hätte ich den Würfel gar nicht mehr mitnehmen müssen. Blöd Gloffer. Ah, und jetzt ist natürlich noch die andere Frage, wie wir uns darüber hinbegeben können. Weil, so. Ah, ich kann es aber abblocken. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. Ah, und wir müssen das getimed machen. Okay, ich verstehe schon. Wollte nämlich gerade sagen, das wird jetzt tricky, weil wir müssen ja eine Möglichkeit finden, irgendwie uns darüber zu begeben. Aber das hat sich erledigt, da das Portal da hinten... Oh, fuck.
Oh, habe ich mich erschrocken. Da habe ich gerade kurz ein bisschen Leben verloren. So. Hier, wir beobachten einfach von... Ah, warte mal. Ich muss das Portal doch umplatzieren. Okay, warte mal ganz kurz. Dann habe ich doch falsch gedacht. Genau, weil wir brauchen jetzt ein Portal da hinten. Müssen aber noch die Connection aufrechterhalten. Wie machen wir das jetzt, wenn ich das jetzt unterbinde? Ja, wenn ich jetzt das rote Portal hier platziere, habe ich den Laser da hinten. Das ist nicht unser Ziel. Ah, warte mal. Ich muss abwarten, bis die Plattform da drüben ist. Da üben drüben ist, ja? So, dann warten wir mal ganz kurz. Und dann setze ich einfach das blaue Portal um. Genau, so. Und dann kann ich hier gefahrlos passieren. So, und einmal hops. So, jetzt einmal drauf mit dir. So, ich bin... noch nicht in Reichweite, das Ganze umzuplatzieren, aber das ist kein Problem, weil ich kann einfach den hier machen. Und schon geht's weiter. Achso, ich vergaß. Ah! Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel die Bubble, die Bubble, die Bubble. Ja, GLaDOS, falls du mich übrigens angesehen hast, ich habe abgenommen. Und was kann ich denn dafür, wenn ich die ganze Zeit im Schlaf liegen bleibe? Da kann ich nicht Sport treiben oder so. Und kann ich doch nichts dafür, was mir die Mitarbeiter geben, die angeblichen. So, was ist jetzt wieder? Ein Würfel? Ah, und irgendwas, was den Würfel wegschleudert. Aha, einen Werfer. Oh, und hier unten hatten wir wieder ein paar lustige Mitarbeiter, ne? Zeigt euch mal. Zeigt euch! GLaDOS, hast du nichts zu sagen? Was ist los? Guck die hier. Ah, die warten. Wie cool das gemacht ist. Die warten hier, bis die Würfel in die Traktoren, in die LKWs eingeladen sind. Aber er hat es verfehlt, ganz knapp. Aber das Prinzip wurde uns immerhin gezeigt. Ja, was so Self-Advertising angeht, haben sie sich richtig Mühe gegeben. Mensch, GLaDOS. Hast einen guten Job erledigt. Genau, schieb mal beiseite hier den ganzen Schmutz. Braucht niemand. Ah. Jetzt sind hier wieder andere Zeichen. Hä? Komisch. Okay. Uns erwarten Kubusse, Giftwasser und diese Plattform, die uns lustig durch die Luft schleudern. Na dann mal hinein mit uns. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Warum ins All katapultieren? Hä? Was stimmt mit dir nicht? So, tschüss. Weg mit der Kamera. Brauche ich nicht. Okay. So, einfach draufstellen. Aha. Und dann gibt es noch so Plattformen, wo wir landen müssen. Okay. Wahrscheinlich erstmal testen, wie das funktioniert, ne? Wow! Und Punktlandung. Nice. So. Wo ist der Würfel? Da hinten. Aha. Und das wird jetzt die ganze Zeit da nach oben gebounced. Okay. Muss ich das jetzt also genau rechtzeitig upgrabbeln? Ich glaube schon. Hui! Ach, die Musik ist ja geil. Wenn wir dem Würfel näher kommen. Okay. Hopp. Hab ich. Ah, geil. Okay, sehr nice. Hätten wir schon mal den Würfel. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Sehr interessant. Ich möchte übrigens erwähnen, hier sieht so alles altbacken aus und hier ist wieder so alles in... Erstmal ernsthaft, hä? Was ist denn hier los? Guck mal, da drüben ist alles zerfallen, tot, kaputt und hier, sowie auch hier, ist alles in einem absolut perfekten Zustand. Hat man sich hier unten etwa komplett neu aufgebaut? Ja, okay, so viel dazu. Doch nicht so ganz. So, jetzt können wir wieder diese lustigen Werbebanner hier sehen. Oh, wie schade, verfehlt. Ne, da glotzt der blöd. Ah, die sind so toll gemacht. Okay, diese Katapultplattformen sind ja schon mal richtig lustig. Und schon wieder eine Erwähnung wegen dem Weltall, ne? Vorhin der Ansage von wegen hier, um euch vor Trümmerstücken zu schützen. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Welche Überraschung? Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt Spaß. In den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh.
Könnt ihr einmal in die Kommentare ein klares Oh und Mitleid für GLaDOS in die Kommentare reinschreiben. Die Ärmste. Oh nein. Jetzt muss sie was aufsammeln. So. Macht mal alles an hier. Shell will einmal durch hier. Oh, die Testkammern werden ja gigantisch groß. Heilige Scheiße. Ah, cool. Ich kann sogar herangezoomt Portale platzieren. Ah, gut zu wissen. Okay, wohin führt mich das alles hier? Wow. Das wird ernst. Meine geilsten Girls. Ich würde sagen, kürzere Episode dieses Mal. Ja, Weltall. Keine Ahnung, was damit los ist. Wir gucken uns im nächsten Part diese gigantische Testkammer an. Das wird echt nicht einfach werden. Immer schön den Durchblick behalten. Warum hier teilweise einige Sachen wieder wie neu aussehen, wissen wir noch nicht. Wie zum Beispiel da hinten. Das sieht wieder richtig clean aus. Eieiei. Vielleicht hat man sich im Untergrund wieder komplett neu aufgebaut. Man weiß es nicht. Ja, und dann gehen die neuen Testkammern von GLaDOS in die nächste Runde. Meine geistigen Gehörs, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Ansehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.